Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es dann wieder neue News und zwar können wir am Wochenende kostenlose Items und sogar einen kostenlosen Skin erhalten. Wenn euch solche Videos gefallen, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute den Solo-Cup spielen. Vorher natürlich noch ein bisschen Warm-up. Und ich erzähle euch erstmal jetzt, worum es geht. Wie es vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat, gibt es in Australien die Australian Open als Fortnite Cup. Und bei dem Fortnite Cup kann tatsächlich jeder auf der Welt mitspielen, beziehungsweise auf einem Online-Event kann jeder mitspielen. Natürlich bei den Australian Open kann man selbst nicht mitspielen. Das ist, glaube ich, auch wieder Pro-AM-Format und dann Solo-Cup für wohltätige Zwecke, was ich auf jeden Fall ganz cool finde. Aber wir können bei der ganzen Sache auch etwas bekommen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen mit der ersten Sache. Dafür müsst ihr allerdings eure Spielersuchregion auf Ozeanien umstellen, da ihr sonst im Prinzip nicht die ganzen Sachen bekommt, die man auch in Australien haben kann. Und wenn ihr nun auf Wettkampf klickt, dann findet ihr hier noch einen weiteren Cup, und zwar den Solo Summer Smash Cup, was auf jeden Fall eine ganz nice Sache ist, dass die dort so einen zusätzlichen Cup für jeden verfügbar haben. Den kann man aber immer aus jedem anderen Teil der Welt spielen. Das Ganze findet am 1. und 2.2. statt, das heißt am Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Zeit für viele, aber ich denke mal, dass der eine oder andere da etwas Termin finden sollte, wo man ein bisschen spielen kann. Und das ist das klassische Solo-Bewertungssystem mit 1 Eliminierung, 1 Punkt, Top 25, 3 Punkte, Top 15, 2 Punkte, Top 5, 2 Punkte und der Sieg 3 Punkte, so wie eigentlich bei jedem Cup. Wenn ihr diesen Cup dann einmal spielt, bekommt ihr direkt eine Belohnung und zwar die Top 100%, also jeder bekommt ein Quokka-Spray-Motiv, ein Rose-Spray-Motiv und ein Shaka-Spray-Motiv. Sehen eigentlich alle ganz nice aus, aber ist, glaube ich, jetzt für die meisten nicht ganz so wichtig, weil Spray-Motive so oder so relativ selten genutzt werden. Dann, wenn man Top 50% schafft, das heißt ähnlich schon wie bei der Solo Hype Night, wo man ja auch von den Prozenten dann Hype bekommt, ist ja immer so, dass man dort Ingame-Items bekommt und da bekommt man dann eben halt ab Top 50% die Farbfleck-Lackierung. Das heißt zum Beispiel, wenn 1 Million Spieler mitspielen sollten und ihr unter den besten 500.000 seid, bekommt ihr eben halt schon direkt eine Belohnung. Dann bei Top 25 bekommt ihr eine Spitzhacke, eine epische Spitzhacke und zwar die Straßenglanz-Spitzhacke. Ich werde dazu auch mal einen Clip einblenden. Und dann bekommt ihr noch ein Outfit, und zwar das Komplex-Outfit, das man auch hier rechts noch sehen kann. Ist auf jeden Fall ganz nice. Ihr habt natürlich an beiden Tagen die Chance, das zu holen. Beide Male bekommt ihr genau die gleichen Sachen. Ich denke mal, könnte auf jeden Fall möglich sein, auch wenn man auf dem hohen Ping spielt. Aber obere 10% sollten nicht ganz so schwierig sein. Vor allem, weil alle Regionen zusammengezählt werden. Und man ja auch schon bei der Solo Hype Night, glaube ich, ab so 20, 22 Punkten Top 10% hat. Und da wahrscheinlich mehr mitspielen werden, was ich zumindest denke, könnte es sein, dass es leichter ist. Ihr könnt auch, egal welches Level ihr seid, welche Arena-Stufe ihr seid, könnt ihr mitspielen. Ihr müsst nur einmal euer Konto-Level auf Level 15 gebracht haben. Ich denke mal, sollte jeder haben, der einmal irgendwann Fortnite gespielt hat. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einmal, was so die Probleme sein könnten, da wir nämlich natürlich auf extrem hohen Lags spielen. Ich glaube, wir haben so ungefähr ein 300er Ping und das ist wirklich kaum spielbar. Jetzt seht ihr schon oben 296er Ping und ich bin im Creative Mode, was natürlich nochmal etwas besseren Ping hat, als wenn man auf normalen Servern spielt. Trotzdem macht es keinen großen Unterschied. Und wenn man jetzt mal versucht etwas abzubauen, wird man merken, das Ganze wird relativ schwierig. Deshalb hätte ich euch empfohlen, geht nicht zu aggressiv.
auch wenn ihr vielleicht die besten Spieler seid, habt ihr keine Chance, wenn da ein paar gute aus Ozeanien mitmachen. Und deshalb eventuell ein bisschen mehr Turteln und so weiter. Und dann soll es auch gehen. Natürlich, alle Schüsse kommen auch komplett verzögert. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob man damit wirklich vernünftig einen treffen kann. Der Ping ist eben halt wirklich extrem, extrem hoch. Ozeanien sollten auch nicht die allersweatigsten Gegner sein. Ich glaube, da spielen auch gar nicht ganz viele Spieler Fortnite, wie hier bei uns. Und deshalb könnte man da eventuell etwas leichter was mitnehmen, auch wenn man eben halt auf einem wirklich hohen Ping spielt. Ihr seht, bauen, editieren geht eigentlich gar nicht. Man muss ja immer so gucken, was vor oder was man bauen will. Und da muss man einfach im Prinzip Line spielen. Dann geht das auch ein kleines bisschen zumindest. Das ist soweit, was man in Fortnite in-game bekommen kann. Allerdings gibt es auch noch eine weitere Sache und dazu switchen wir jetzt einmal zur offiziellen Fortnite-Seite. So, jetzt sind wir hier auf der offiziellen Fortnite-Website und hier zum Blogpost von der Australian Open Summer Smash. Das findet ihr, wenn ihr auf Wettkampf und dann auf Neuigkeiten geht, könnt ihr auch euch das nochmal im Genauen durchlesen. Zum einen besteht das aus zwei Tagen eben halt. Einmal der Trio Pro AM am Samstag mit Preisgeldern von insgesamt 100.000 australischen Dollar für wohltätige Zwecke und im Solokampf mit Preisgeldern von insgesamt 400.000 australischen Dollar. Ich denke mal, das ist allerdings für den Gewinner dann tatsächlich und wie bei allen anderen Pro AMs wahrscheinlich eben halt nur für wohltätige Zwecke. Die Pro AM wird am Samstag ab 3.30 Uhr gestreamt, am Sonntag ab 3 Uhr. Und wenn ihr eben halt dann dort auf dem Twitch-Kanal vorbeischaut, dann könnt ihr eben halt auch Twitch-Drops erhalten. Um diese Twitch-Drops jetzt zu erhalten, müsst ihr auf diese Website gehen. Die findet ihr hier einfach, wenn ihr auf die Seite geht und dann hier oben einmal anmelden und dann in die Einstellung gehen. Und dann hier eben halt auch verbundene Konten. Und dann zum Beispiel gab es auch schon mal bei YouTube eben halt solche Drops und da muss man eben halt mit Google eine Verbindung herstellen. Und ansonsten eben halt jetzt für das Event muss man mit Twitch eine Verbindung herstellen. Und wenn ihr dann auf Twitch geht, beziehungsweise hier einmal raufklickt, dann kommt ihr zu dem Twitch-Kanal von der Australian Open. Einfach AOS Open eingeben. Solltet ihr das finden, wie gesagt, es beginnt ab 3 Uhr. Ich weiß allerdings nicht, wie lange die streamen. Müsst ihr mal schauen. Ansonsten reicht es, glaube ich, aber tatsächlich einmal reinzugehen. Das heißt, ihr könnt es notfalls auch über Nacht anlassen und dann solltet ihr die Twitch-Drops erhalten. Müssten Spray-Motive wahrscheinlich sein oder alternativ irgendwelche Banner. Weiß ich allerdings nicht genau, steht nirgends etwas dazu. Ansonsten steht hier auch nicht mehr viel. Ihr müsst allerdings die Zwei-Faktor-Authentifizierung anhaben, wie für jeden Fortnite Cup. Empfehle ich euch auch im Generellen, weil ihr so einfach besseren Schutz für euer Konto habt. Das könnt ihr aber auch hier über die Einstellung machen. Habe ich jetzt geschlossen, egal. Solltet ihr genug Videos auf YouTube finden, wie man das aktivieren kann. Ansonsten gibt es eigentlich nichts weiteres hierzu. Die ganzen Items, die man bekommen kann, werde ich euch irgendwann zwischendurch eingeblendet haben. Und ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Stream, beziehungsweise gleich im Stream. Bis dahin, ciao.